Und damit herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Filmmakers Cast. Mein Name ist Konstantin und heute geht es um den Kinostart von Batman wie Superman Dawn of Justice. Was wir gerade gehört haben, ist das neue Batman-Thema von Hans Zimmer und Junkie XL, obwohl ich glaube, dass Junkie XL sich diesmal Batman gewidmet hat. So sehr ich auch die Hans Zimmer-Scores von der Dark Knight Trilogy mag, bin ich irgendwie wieder froh, dass es ein erkennbares Titelthema zu Batman gibt. Meiner Meinung nach reiht sich das perfekt in die Riege der Batman-Themen ein. Hier zum Beispiel noch das Danny Elfman-Thema aus dem Jahre 89, das wahrscheinlich eh jeder kennt und mit Batman verbindet. Dann kurz das großartige Thema von Elliot Goldenthal aus dem Jahre 95 zum Film Batman Forever, das auch für den Batman und Robin benutzt wurde. Und hier nochmal Hans Zimmer Melodie zur Dark Knight Trilogy von Christopher Nolan. Und nach dem kurzen Abstecher in die Geschichte der Filmmusik geht's nun weiter mit unserer Sendung. Guten Abend, Arsele. Schönen guten Abend, Konstantin. Na, alles klar? Ja, doch, alles gut, alles gut. Was haben wir denn letztens gesehen? Wir wollen diese Sendung komplett mit Batman vs. Superman und vielleicht Superhelden-Themen insgesamt angehen. Ja, sehr gute Idee. Genau. Jetzt ist ja fast eine Woche vergangen, seitdem wir den gesehen haben. Was war denn überhaupt deine Meinung? Wir haben uns nicht unterhalten seitdem. Wir haben uns unterhalten, aber nicht über den Film. Ja, nicht über den Film unterhalten, ja, genau. Also ich kann ja mal anfangen. Also mir hat er gefallen. Ich habe ein Superheldenspektakel erwartet und das habe ich bekommen im Großen und Ganzen. Also ist es denn so bei geblieben? Action Reich, keine Frage. Ist ja was? Was ist so geblieben? Wie meinst du das? Wie meinst du das jetzt? Als ich rauskam, war ich so richtig euphorisch. Und jetzt andersrum, mich interessiert ja nicht, was unbedingt die ganze Welt sagt. Aber dieses ganze Bashing, was zurzeit im Internet über den Film rübergeht, das nervt mich irgendwie. Wo kriegst du das mit, was gerade hier los ist? Nein, ich lese darüber eigentlich gar nichts. Bashing kann ich. Also, der Film hat Schwächen, keine Frage. Ja, klar. Gut, es ist ein Superheldenfilm. Also, ich will jetzt nichts in dem Stil von Batman Begins erwarten oder The Dark Knight, irgendwas, was wirklich so großartig ist. Mhm. Aber in der Reihe der aktuellen Superheldenfilme ist der nicht weit unten. Also gehst du auch davon aus, dass DC jetzt auch eine tolle Reihe angeschmissen hat? Und ob sie toll wird, wird sich zeigen. Aber immerhin wird jetzt das eigene DC-Universe aufgemacht. Ja, genau. Und ich meine, wir haben ja mit Man of Steel und den hier zwei eigentlich starke Filme. Wir können es ja nur vergleichen mit dem Start von Marvel, und das war ja Iron Man und The Incredible Hulk. Eigentlich müsste man die zwei mit den zweien gleichstellen. Ja, ob man das direkt vergleichen sollte, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja kein Wettrennen in dem Sinne. Die Frage ist ja, ob jetzt auf Dauer Filme mal rauskommen, die halt genug Geld einspielen. Und Spaß machen, ne? Darum geht es ja irgendwie auch. Also ja, Spaß machen sollte dann für uns im Mittelpunkt stehen, aber natürlich nicht für DC. Auch, ich meine auch.
Ja, die wollen ja auch den Es ist ganzen. ja für sie der Weg zum Ziel sozusagen. Genau. Wir versuchen jetzt am Anfang so ein bisschen drumherum zu sprechen. Vielleicht können wir ja später so eine Art Spoiler-Ecke machen, weil es ist einiges drin, was man nicht unbedingt herausposaunen sollte. Ja, das stimmt wohl. Warst du denn auch überrascht Ja, über die jetzt ganzen persönlich. Sachen, über die wir nicht sprechen dürften? Eigentlich nicht, denn erstens hatte ich eigentlich von dem Film vorher noch gar nichts gesehen, also einen Trailer von einer Weile. Deswegen hatte ich auch absolut gar keine Ahnung und keine Idee, was so vorkommen würde. Und außerdem kenne ich auch die Vorlage nicht. Das heißt, ich habe also außer der Tatsache, dass da Batman gegen Superman antritt, wusste ich da gar nichts von. Was meinst du, die Dementsprechend war ich Vorlage? auch nicht überrascht, das Ding. Es gibt doch einen Comic dazu, oder nicht? Irgendwie Nee, ich das weiß nicht, sind 80er, 90er? Elemente, die benutzt wurden. Also, Element, okay. genau, Elemente für die aus dem Comic The Dark Knight Returns und Elemente aus Ja. dem anderen, wo der Titel schon ein Spoiler ist. Egal. Okay. Gut, aber ob diese Elemente nun wirklich comicgetreu übernommen wurden, weiß ich nicht. Doch, 1:1. Also das ist schon ziemlich, auch sogar bildlich. Ich meine, was Zack Snyder ja auch bei 300 und bei Watchmen gemacht hat. Das ist wirklich wie eine Comic-Panel zu erkennen ist. Deswegen, bei manchen Okay. Momenten dachte ich auch, oh, es geht in die Richtung jetzt gleich. Also so doll war das. Und die Darstellungen der beiden Superhelden, ich meine, DC Comics sind doch bestimmt bei dir auch so, dass du mit denen aufgewachsen bist, oder? Nein, rein gar nicht. Ich war leider überhaupt kein Comic-Kind, außer natürlich so Sachen wie Asterix, aber Aha. amerikanische Comics habe ich damals gar nicht gelesen. Dadurch, dass der Patensohn meines Vaters die ganzen Comics geschenkt bekommen hatte, habe ich die immer bekommen, wenn sie durch waren. Also es war sehr oft, dass ich auch Ausgaben bekommen habe, wo Blätter fehlten, sodass ich mir ausdenken konnte, was dazwischen passiert ist. Und da lagen immer DC Comics. Ich hatte alle Superman, Batman, hier Roter Blitz, wie der Flash eben auf Deutsch hieß, und weniger Marvel. Also es gab die Spinne. Also Spider-Man auf Deutsch. Und die Rächer, so hießen die Ja. Avengers früher. Aber ich hatte hauptsächlich die DC Ja. Comics. Deswegen habe ich ja auch so eine, wie nennt sich das? Eine Affinität kann man nicht sagen. Ich mag ja beide Universen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich müsste DC beschützen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es ja so, dass die Welt ja Ja. Marvel abgöttisch liebt. Ne? Es gibt ja weniger Hasser. Aber irgendwie haben sie das Gefühl, dass dadurch, dass DC jetzt später mit dem Universum angefangen hat, als ob man da drauf rumhauen könnte. So wirkt das ein bisschen gerade bei den Nerds. Ich weiß gar nicht, wie es damals war, als die Marvel-Filme zum ersten Mal aufkamen, also als das Marvel Cinematic Universe aufgekommen ist, als die ersten paar Filme rauskamen. Da wird es tatsächlich auch Fans gegeben haben, die dagegen gewettert haben und halt diese Darstellung nicht mochten. Das ist wahrscheinlich nichts anderes, oder? Ja, aber jetzt ist es ja so, dass es Massen an Fans geworden sind. Jetzt haben sie auch Vergleiche. Beim Iron Man war es so, man hatte ja keinen Vergleich. Du konntest ja Robert Downey Jr. Performance oder Iron Man an sich nicht vergleichen. Bei Batman oder Superman, dadurch, dass es eben diese 70er-Jahre-Filme mit Christopher Reeve gab oder auch die aktuellen Christian Bale Batmans, ist es schwieriger, die frisch darzustellen, weil die Leute ja so sehr bestempelt sind mit Schauspielern, die die Rollen gespielt haben. Bei den Marvel-Dingern hattest du entweder die schlimmen Punisher-Sachen oder den schlimmen Captain America aus dem Jahre 1990. Aber du hattest keine Den hat ja keiner gesehen. A-Klasse-Film. Ja, ich damals schon und war Ja, auch ein du, bisschen okay, aber. Ja. aus der Videothek, weil er lief ja nicht im Kino. Und da hat man keine direkten Vergleiche. Deswegen kommen die eher damit durch. Aber die sind auch großartig. Ne? Es geht jetzt nicht darum, was zu bashen. Wie gesagt, ich mag beide Universen unheimlich gerne. Ja, gut, mal schauen, was sie daraus machen. In jede Richtung, genau. Ich meine, wir haben ja, das sind ja keine Spoiler, wenn wir sagen, dass wir ein paar Momente. Genau, erklär du mir das mal. Du bist ja, wie gesagt, kein DC-Comic-Fan. Hast du denn Sachen erkannt, die für die nächsten Filme so präsentiert worden sind? Das sind im Endeffekt keine Spoiler, weil die überall rumfliegen. Ja, also es war sehr offensichtlich. Also der ganze Film wirkte so, als wäre er darauf ausgelegt, halt Charaktere einzuführen, die dann in ihre Filmreihen oder Spin-offs bekommen sollen. Natürlich gab es ein paar Charaktere, also diese, ich glaube, sie wurden Meta-Humans genannt, die dann so weitergeführt werden sollen. Nehme ich jedenfalls an. Also, Genau, das heißt, soll ja richtig sein, hast okay. du auch so wahrgenommen. Ja, ich habe es auch so wahrgenommen. Okay. Ja. So, was können wir denn noch erzählen, das spoiler-free ist? Sollen wir uns auf die Figuren wie Ben Afflecks Batman rüberkommen zum Beispiel? Ja, würde ich vorschlagen, das ist das Zentrale an dem Film. Also, es geht ja um Batman und Superman. Ich dachte, es geht um Dawn. Ja, aber man könnte jetzt irgendwie 2 Stunden über das ganze Universe reden und darüber, Ja, was daraus stimmt. werden soll und Ja. DC, aber das ist eigentlich nicht die Essenz des Filmes. Also, ich persönlich fand, dass dieser Konflikt der beiden, also der Kampf Batman versus Superman, im Grunde auch
ja, die Schwäche des Films war. Also ich persönlich fand die Motivation der Charaktere nicht wirklich emotional nachvollziehbar, sagen wir es so. Ja, es war zu forciert, ne? Wie kann man das sonst nennen? Ja, gut, es war klar, dass es einen Kampf geben muss zwischen den beiden. Und ja, gut, der Weg, der dahin führte, war halt für mich absolut gar nicht nachvollziehbar. Also Batmans Sichtweise auf diesen Superman-Charakter, auf diesen übermenschlichen Superhelden, war für mich nach einigem Nachdenken schon verständlich. Also er hat ja irgendwie ein Denken, was sozusagen das Worst-Case-Szenario ausschließen soll. Also was ist, wenn dieser Übermensch, der im Grunde alles unter seiner Macht hat, sich gegen uns wendet? Genau, aber ich Das ist meine, ja er ein hat es ja Entdecken. live mitbekommen, ne? Die ganze Metropolis-Katastrophe. Also er hat sich ja ausgemalt, was passieren würde, wenn Superman tatsächlich gegen die Menschheit arbeiten würde. Ja, aber in dem Oder Moment, wo nicht? er bei der Katastrophe dabei war, war es ja nicht klar, ob jetzt Superman der Gute oder Zod der Böse ist. Weißt du, was ich meine? Er hat ihn ja als Bedrohung schon wahrgenommen, indem sein Gebäude eingestürzt ist. Und das ist kein Spoiler, das haben wir ja im letzten Film gesehen. Ja gut, wenn man das nicht weiß, ist es nachvollziehbar, aber also Batman hat ja dann durchaus erfahren, was das für eine Kreatur ist, die da rumfliegt und was die will und für wen sie steht oder für was sie steht. Genau, bis zu den Momenten ist es ja auch verständlich, dass es eine Bedrohung gibt oder geben könnte. Aber irgendwann im Laufe des Films war das bei mir so, vielleicht bei dir auch, dass es zu polemisch war. Ich fand, er war zu festgefahren in dieser Meinung. Also jeder echte Mensch hätte sich wahrscheinlich Superman angeschaut und dann weiter, naja gut, weitergedacht sozusagen. Aber irgendwie schien für Batman nach diesem ersten Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, schon klar, wie er vorgehen würde. Und naja, er hat nicht die, weiß ich auch nicht die Vernunft gehabt, seine Meinung auch ändern zu können. Ignoriert er Fand ich sehr auch eigenartig. Alfred so ein bisschen, der ihm ja eigentlich gesagt Ja, hat, das ist nicht ja. unser Feind. Aber zurück zu Batman als Figur. Du hattest ja vorhin kurz von den Christopher Nolan-Filmen gesprochen. Was ist denn dein erster Batman? Was hast du als erstes Mein in. erster Ja. Batman ist der Michael Keaton Batman. Ah, doch, du bist doch so alt. Tatsächlich. Also, Okay. ich bin doch so alt. Ich hab ihn sogar damals mehrere Mal im Kino gesehen, das weiß Wow. ich noch. Ja, ich hatte auch diverse Merchandising-Hefte und habe dann wie ein Idiot über irgendwelche Risszeichnungen des Batwing und so Oh, cool. gehockt. Das war schon damals ziemlich Batman-mäßig. Also, das war schon gut damals. Aber ich war natürlich auch von den neuen Filmen sehr begeistert. Also, ich bin niemand, der jetzt auf die alten schwört. Natürlich sind sie anders, aber auch super. Alle haben ihre Schwächen und Stärken. Ich hatte ja früher immer das Gefühl, dass Batman Returns der bessere Film ist von den beiden Keaton-Burton-Filmen. Aber als ich den letztes Mal gesehen habe, dachte ich so, wie kam ich denn überhaupt auf die Idee? Da sind Ich habe dann zusammenhangslose Szenen drin im ganzen Film und der erste, der zwar schwächer ist, ist aber eine bessere durchgehende Geschichte als bei Returns. Ich weiß gar nicht, wann ich Returns zum letzten Mal gesehen habe. Ah, okay. Ich möchte nicht sagen, dass es wirklich im Kino war damals. Ich habe ihn sicherlich danach schon mal irgendwann gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Versuch das mal und dann können wir Also ja ich fand damals, so einen Gag-Podcast machen, weil es sind ja. viele schlimme Sachen dabei, die eigentlich schon Richtung Batman und Robin gehen. Wollen wir so weit gehen? Ich Doch, weiß versuch das mal. Versuch das mal im es Doppel zu gucken. nicht. Oh je, oh je. Obwohl, ich Ja, habe da ja bin ich bei Batman allen und Robin Abschlüssen. auch lange nicht mehr gesehen. Den habe ich wirklich nur einmal im Kino gesehen, das weiß ich noch ganz genau. Ich war in London. Ich weiß gar nicht genau mit wem, aber den habe ich wirklich nur einmal gesehen und ich war schon währenddessen ätzend. Ja, ich auch. Weißt du, wenn du im Kino sitzt und denkst, irgendwas stimmt hier nicht, aber weißt nicht noch nicht genau, was es ist. Ich glaube, ich wusste damals ziemlich genau, was es ist, und zwar das, was da vorne passiert. Ja, da reichte schon die ganze Museumsszene am Anfang, Ich oder? weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, es tut mir Es leid. war Ich habe noch mich nur laut von und der Sendung chaotisch und noch ein Gefühl. Sprüche. Weil ich bin ja selber immer noch ein großer Fan von Val Kilmers Batman. Weil er ist der tolle Bruce Wayne und ich finde die Ideen, die in Forever drin sind, sehr gut. Also egal, was die Leute gerne mit den Schumachern-Filmen machen, Batman und Robin ist schwach und doof oder was auch immer. Aber Forever hat seine Momente. Ich muss sagen, auch bei diesem Film kann ich mich nicht mehr an viele erinnern. Ich Oh. muss sagen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Ich habe jetzt nicht extra für heute alle Batman-Filme nochmal Das angeschaut. Es tut mir leid. war keine Aufgabe. Das war keine Aufgabe. Wenn man denn War jetzt damals. so angleicht, den neuen Batman, da kommt er Ja. doch schon eher Richtung Keaton. Und ich meine jetzt nicht vom Schauspieler, sondern mit der Höhle, mit den Gadgets. Also Den weiter weg Vergleich habe von ich jetzt Christian nicht Bale, gesehen. das meine ich. Also ich Oder? fand, was seine Gadgets anging oder wie die Höhe dargestellt war, hat sich jetzt für mich nicht groß unterschieden. Es war jetzt vielleicht ein bisschen elaborater alles. Kann jetzt den direkten Vergleich zu Batman, also zum ersten Batman von Burton nicht wirklich ziehen. Aber ich behaupte, dass es damals doch ein bisschen, also es ist ein Film, der schon sehr alt ist.
Und dementsprechend kann man, glaube ich, sowas wie die Props und ähnliches, also das Design der ganzen Sache nicht vergleichen, weil es halt wirklich schon so lange her ist und dementsprechend auch so Nur schon alt aussieht gar heutzutage. nicht um den Vergleich, sondern bei den Christian Bale Batmans ist es ja schon mechanischer, ne? Die versuchen ja so eine Art Realitätstouch mit einzubauen. Und ich habe das Gefühl, bei den neueren ist es ein bisschen leicht fantastischer wie bei den älteren. Das meine ich damit. Ist es nicht eigentlich haargenauso wie du gerade beschrieben hast, weil Ja, ist es gibt es? halt diese Rüstung von Batman und er ist im Grunde halt quasi in so einem Exoskelett drin und all sowas. Das ist schon alles ziemlich technisch. Okay, dann habe ich das irgendwie anders durch die ganzen Fledermäuse, die wir kurz sehen, irgendwie anders. Oder ich habe es mir so gewünscht, kann auch sein, ne? Ja, kann ja sein. Ich meine, wie auch ich bei der Presse gesagt habe, ich müsste den noch mal gucken, weil ich hatte das Gefühl, es war die ganze Zeit was los, diese 2,5 Stunden. Aber dann, als ich draußen war, dachte ich, es ist doch nicht viel passiert. Es gab halt einen großen Kampf, so. Es Nee, ist nur mehr passiert zwei, oder? natürlich. Was ist mit Superman? Was für Ja. Erinnerung hast du denn mit Superman? Gut, Superman ist für mich immer noch Christopher Reeve und ich vergleiche eigentlich immer direkt mit den alten Filmen. Jetzt nicht mit dem letzten Man of Steel oder gar mit Brandon Routh oder was auch immer man da als Vergleich herziehen möchte. Du schätzt aber nicht 3 und Ja, 4. nein, nein, Ah, nein. okay, Ich, weil. eigentlich meine ich nur den ersten Teil. Eigentlich meine ich nur den ersten Teil Okay, realistisch. cool. Ich finde, Henry Cavill ist ein guter Superman. Also er sieht vor allen Dingen haargenau so aus, wie man sich diesen Typen vorstellen würde, ich zumindest. Ich fand auch seine Mimik und alles, also als Schauspieler fand ich ihn sehr, sehr passend. Ich finde, er hat nichts falsch gemacht, aber ich fand, der Charakter kam zu kurz. Also im Grunde wie alle Charaktere in dem Film. Irgendwie hätte man gerne mehr von dem Charakter gesehen oder gehört oder irgendeine Entwicklung mitgemacht der Zuschauer, aber es ist ja nicht passiert. Das meine ich ja mit dem 2,5 Stunden lang, aber trotzdem irgendwie zu leer. Also fanden wir den beide gut oder vielleicht auch sehr gut. Nee, sehr gut fand ich ihn nicht. Also ich fand ihn spektakulär, auf jeden Fall. Zu sehr gut fehlt mir noch einiges. Meinst du, das verändert sich ein bisschen, wenn der nächste dann läuft? Das ist rückwirkend vielleicht, wie bei vielen Fortsetzungsfilmen der Fall ist. Möchte man hoffen, aber. Ich hatte das Beispiel, habe ich ja mit den Hobbits, dass mir der erste dann später besser gefallen hat als beim ersten Mal gucken. Als Beispiel. Ich will nichts ausschließen, aber es wäre schon verwunderlich, sagen wir es so. Okay, und ab jetzt fangen wir an mit den Spoilern. Achso, ich fand den auch ziemlich gut, wie du Oh gesagt mein hast. Gott. Für die, die jetzt wegschalten, weil sie den Film noch nicht kennen, wir versuchen demnächst häufiger online zu sein mit unseren Shows. Und eventuell ist die nächste Ausgabe der DVD-Start von Star Wars, von diesem neuen Star Wars-Film, den wir ja leider im Dezember nicht besprochen haben. Und seitdem auch miteinander nicht drüber gesprochen haben. So, Spoilerrunde. Einziges Mal. Spoilerrunde. Batman wie Superman. Heißt er auf Deutsch auch Dawn of Justice? Ich bezweifle es, aber ich weiß es nicht. Ich habe das deutsche Poster noch nicht so wahrgenommen. Ich auch nicht, stimmt. Aber mittlerweile heißt ja alles mit englischen Titeln, egal ob es Sinn macht oder nicht. Aber ich meine, gut, dass er Ja, ich nicht. bezweifle, dass die meisten Leute das sie kennen oder da irgendwie Ahnung von haben. Von daher Ich meine, kann man es auch weglassen, es ist im auch gut, deutschen dass das V Poster. drauf ist und nicht Batman gegen Superman oder sowas. Okay, die Spoiler sind natürlich alles, was am Schluss passiert im Im Endeffekt, Grunde oder? schon, ja. Also ich Genau. weiß nicht genau, wann der Schluss für dich anfängt, aber Doomsday heißt der Bösewicht. Irre Genau. ich mich da oder ist das der richtige? Das ist Ja, der, das ist der. also gut, ja, seine Anwesenheit ist schon Spoiler, ich weiß es nicht. Ja, weil der Titel des Comics, wo Doomsday auftaucht, eben Death of Superman heißt. Aha, Und okay. es war 1993, außer dass in dem Jahr das große Ereignis Jurassic Park im Kino war, war das große Ereignis in der Comicwelt eben, dass DC den größten Superhelden umgebracht hat. Für, weiß ich gar nicht mehr, ein Jahr lang. Und Ja, da das war muss es ein. damals irgendwie 93 sein. Ja. Und das war damals so, ich weiß noch, als ich das gelesen habe, also nicht den Comic, sondern die Information, dass es das passiert, dass ich dachte, stoppen die jetzt mit den Comics? Aber die nächsten Jahre habe ich bemerkt, dass sie ja alle, auch Marvel, den Captain America umgebracht hat, letztes Jahr Wolverine und dann gibt es dann eine neue Version. Also im Endeffekt war das erste Mal, dass sowas passiert. Wenn es nicht so ist, sollte mich jetzt jemand korrigieren, aber ich glaube, 93 war das erste Mal, dass ein Comicverlag sowas riskiert hat. Und das ist ja auch ein Spoiler, hier passiert das natürlich genauso, auch von Doomsday ausgelöst im Endeffekt. Aber ganz am Schluss ist ja so eine Hoffnung für den nächsten Film. Ja, Also genau. nicht bei den Credits, ne? Wir haben ja gewartet, da ist nichts. Und ich habe heute gelesen, dass
die Macher der DC-Filme gesagt haben, wir wollen uns irgendwie, also nicht mit Marvel messen, also gibt es bei uns sowas nicht, damit es nicht die gleiche Erwartungshaltung ist mit den Clips für die nächsten Filme. Also wissen wir Bescheid, nächstes Ja, Mal schade, aber okay. bei Suicide Squad können wir ja aufstehen. Ja, übrigens, das ist ja der nächste. Und da bin ich ja echt gespannt, ob es wirklich danach spielt. Das heißt, Batman hat ja einen Kurzauftritt, glaube ich, bei Suicide Squad, wo es ja um Joker und die ganze Squad da geht. Heißt das, wir sind in einer Welt, wo es dann Superman nicht mehr gibt? Zumindest zur Zeit nicht gibt. Genau. Ja, wahrscheinlich. Danach ist, glaube ich, der Wonder Woman-Film, der sowieso im Ersten Weltkrieg spielt. Also müssen sie da gar nicht. Außer die zweite Hälfte des Films spielt woanders. Also ich weiß, dass da hauptsächlich, ich meine, Wonder Woman ist im Endeffekt der Captain America der DC-Film. Und danach kommt ja der erste Justice League-Film. Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Damals die Liga, nee, die Gerechtigkeitsliga. Stimmt, so hießen die Comics. Ah, okay. Aber der wird bestimmt nicht so heiß auf Deutsch. Und da geht es dann weiter mit den letzten Momenten, die wir hier im Film mitbekommen haben. Und so wie ich gehört habe, soll ja Bruce Wayne der Initiator sein von den ganzen Meta-Humans. Nee, war das Meta-Humans? Meta-Humans, ja, so Genau, hießen weil die, ich oder glaube, so das heißen die. ist der Begriff. Guckst du denn die DC-Fernsehserien? Nicht durchgehend. Also du hast schon mal Arrow, Flash oder Supergirl geguckt. Supergirl noch nicht. Flash habe ich was von gesehen. Genau, werden die da auch Metahumans genannt? Ich glaube, der Begriff kommt mir so bekannt vor. Weiß nicht. Also mir kam es so vor, als hätte ich den in dem Film zum ersten Mal gehört, aber das muss nicht sein. Okay, und dann verwechsel ich vielleicht was anderes, aber unsere Hörer können uns das gerne auf unsere Facebook-Seite schreiben. Oder wo auch immer sie uns gerade hören oder sehen oder Ich hoffe nur hören. hören, genau. Wie hast du dir den Kampf zwischen den beiden vorgestellt? Also ich persönlich finde eigentlich schon die Idee eines Kampfes zwischen Batman und Superman für relativ irrsinnig. Na gut, was hätte Batman auf seiner Seite? Kryptonit? Okay, aber abgesehen davon ist doch eigentlich vollkommen klar, wie der Kampf ausgehen müsste oder nicht. Das dachte ich auch, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und das ist ja auch die Frage bei um wieder zu Marvel zurückzugehen, wer würde sich denn mit Thor anlegen? Oder jetzt mit Vision, der ja im Endeffekt der Superman von Marvel ist. Das sind ja so Sachen, die will man gar nicht vergleichen. Auch beim Civil War, ne? Captain America gegen Iron Man. Ja, Ja. genau. Mal schauen, was die dort machen. Ja. Deswegen dachte ich so, okay, wenn sie das so ein bisschen nutzen, was bei Dark Knight Returns bei dem Comic war. Und da gibt es ja auch eine tolle Animationsversion von dem Comic. Hast du den gesehen? Also den empfehle ich dir sehr, sehr gerne, weil der kam vor 3 Jahren raus und hat den Okay. ganzen Graphic Novel The Dark Knight Returns richtig auch, der ist glaube ich auch ab 16, also nichts für kleinere. Ist auch sehr brutal Ja. und da sieht man auch diese Rüstung, die Batman im Film anhat. Da kommt das alles her. Da sind sie auch beide älter Ah, ich verstehe. und da kommt es zu einem Konflikt und da sind viele Momente aus dem Film, die sie jetzt visuell benutzt haben, nicht handlungstechnisch. Was auch Ah, ich ziemlich verstehe, okay. schön gemacht wurde. Genau. Den habe ich zwar, aber ich weiß nicht, ob du. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht eine US-Blu-ray ist. Ich weiß nicht, ob du alle Regionen abspielen kannst. Weiß ich auch nicht. Okay, können wir mal ausprobieren. Habe ich nie getestet. Ja, wie ich mir das vorgestellt habe, genauso wie wir es gesehen haben. Also mit durch Ja die. gut, es war natürlich klar, dass das Kryptonit zum Einsatz kommt. Wie sonst wird das funktionieren? Ja, ich sag mal, war eigentlich auch abzusehen im Grunde, aber okay. Ich meine, dass Superman durch Gebäude knallt, ist ja eine Sache, aber dass Bruce Wayne, klar, die Rüstung war dick, aber dass man so durch Dächer und Wände geknallt wird und dann immer noch cooler aussieht. Klar, wie gesagt, wir sind in der Comicwelt und ich möchte es auch nicht anders haben. Genau wie dieser tolle Moment, wo in diesem Albtraum, auch über die Albtraumsequenz haben wir noch gar nicht gesprochen, die sehr verwirrend ist, glaube ich, für Leute, die sich gar nicht mit sowas befassen. Ja, die war für mich auch sehr verwirrend. Ich wusste gar nicht, ob es jetzt eine Albtraumsequenz ist, ob es die Zukunft sein soll oder was auch immer. Aber es war cool, sagen wir es so. Ja, eine Mischung, glaube ich. Ich meine, ist dir die Person aufgefallen, die dann. Es war ja irgendwie wie ein Traum im Traum im Traum, glaube ich. Weil Bruce Wayne wacht ja kurz auf und dann taucht doch jemand Ja. auf, der so verzerrt aussieht und warnt ihn. Ich weiß noch, wie ein Traum im Traum, das weiß ich noch. Aber ob es ein Traum im Traum im Traum war, glaube ich Achso, nicht ja, erst, vielleicht ne? habe ich mich jetzt gedoppelt. Aber während er das andere als Vision wahrnimmt, wo er ja auch richtig
wo Superman auch richtig sauer auf ihn ist und ja, er sagt ja, du hast mir Ja. alles genommen, was mir wichtig war, oder sie war das Wichtigste für mich, wo ich davon ausgehe, dass er natürlich Lois Lane meint. Ja. Und dann wäre das basierend auf die Injustice-Comics, die vor einem Jahr rausgekommen sind. Da macht Superman nämlich auch Bruce Wayne verantwortlich für etwas Schlimmes, was eben mit Lois passiert ist. Weil da beginnt ein richtiger Civil War bei den Comics. Die sind auch sehr gut, ich kann dir die mal ausleihen. Diese Person, die da auftaucht aus dem Nichts und mit Bruce Wayne spricht, hast du da irgendwie wahrgenommen, was es sein könnte? Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr, was das, wie das die Person auch noch Ja, aussah. da konnte man nichts Habe sehen. ich. Das war ja so wie eine Genau. Schwingung von einer anderen Dimension. Ich glaube, das war der Flash, also der Kino-Flash. Das ist ja nicht der gleiche, den wir im Fernsehen sehen. Habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Also vielleicht habe ich da geschlafen, ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht mehr. Nee, ich meine, wenn du den Vergleich nicht hast, wir sehen ja erst später auf diesem Laptop, wo er die ganzen Metahumans sieht, nur Ja. den Barry Allen, also den Flash als Menschen, wo er in dem Supermarkt da am Einkaufen ist. Weißt du noch Ja. die Szene? Ja. Also kannst du auch nicht wissen, dass Naja. es der andere vielleicht der gleiche ist mit einer neuen Uniform, die aus der Zukunft kommt oder sowas. Also ich schätze auch nur das Ganze, ne? Und versuche durch irgendwelche Gerüchte mich durchzufischen. Ich verstehe. Jedenfalls diese utopische Sequenz, die er da als Albtraum sieht, hat mit diesem Darkseid, das ist der Oberbösewicht, das ist der Thanos des DC Universe, weil Thanos oder so wie er heißt, ist bei Marvel ja der Oberbösewicht. Und der Ja. Darkseid ist bei DC, obwohl es in geschichtlich gesehen erst gab es Darkseid, dann gab es Thanos, im Kino aber andersrum. Ja. Für Leute, die sagen, die machen die nach, aber ist eben nicht so. Und der ist noch schlimmer als Doomsday. Okay, Und der ist ja. wahrscheinlich der Hauptbösewicht der Justice League-Filme. Und Gut, also deswegen dann sehen wir. irgendwann in 10 Jahren, wenn der dritte Teil von Justice League rauskommt, wird dieser Gegner angegangen werden. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr schon, okay. Ja, Ich wahrnehme, dass Justice. sie sich mit dem Oberbösewicht mehr Zeit lassen. Nee, irgendwie wirkt das ja alles ziemlich schnell, oder? Ich meine, der Batman wie Superman ist ja schon fast wie der Avengers-Film. Ja, also, Oder ja wie. gut, wenn die Justice League noch kommen soll, Oder wie Iron ist Man es. 2 eigentlich, wo die ersten Figuren Ja, auftauchen. das. Genau, Ja, genau. das ja. Ja. Nee, Justice League Part 1 ist im Winter 2017 und Teil 2 ist, glaube ich, im Winter 2018. Und dazwischen sind dann die anderen verteilten. Also Wonder Woman, der Flash-Film ist dazwischen. Wo ich mich echt frage, springen die durch die Zeit? Weil wenn man Filme zwischen einem Zweiteiler zeigt, dann muss das ja davon, Ja. ja, außer es ist so geil erzählt, dass es überschwappt. Ich bin echt gespannt, was die da alles vorhaben. Mal schauen. Ja. Das gleiche eben, um zurück zu unserem Lieblingsthema zu kommen, was mit den Star Wars-Filmen ist. Was mit Rogue One zum Beispiel ist. Aber das spielt ja sowieso sogar vor Episode 4. Und zudem haben wir ja noch gar nichts gesehen, ne? Da können wir auch eine Sondersendung Ich noch machen. nicht, sagen wir so. Nee, nee, es gibt ja nichts. Mal zu Rock One, meinst du? Genau. Okay. Ja, dann würde ich auch vermeiden, mir vorher Dinge anzuschauen, sagen wir so. Also ich werde mir den Trailer anschauen, aber ich werde nicht irgendwelche Bildchen oder Videoclips im Internet jagen, da habe ich keine Lust zu. Nee, Das nee, würde muss mir man nicht. wahrscheinlich dann vielleicht so ein bisschen das Erlebnis im Kino Nee, verderben. ich mach das für dich. Und Das dachte ich mir schon. Danke. aber ich schätze mal, dass vielleicht vor Civil War irgendwas zu sehen ist. Ich meine, das ist ja alles beides Disney und das ist ja die perfekte Plattform, um einen Teaser von einem sehr Ja. experimentellen Film, wenn man es so sieht. Ne? Die ganzen Leute sind jetzt heiß auf Episode 8 und dazwischen kommt ein Film, der vor Episode 4 spielt. Das ist schon sehr mutig und cool. Hast du noch was Abschließendes zu Dawn of Justice? Was abschließend ist, was nein, ich fürchte nicht. Also du würdest aber Lass jedem mich kurz Ra nachdenken. Oh, vorschlagen, ins oh, Kino zu gehen. es gibt, ja, es gibt noch einen schönen Cameo-Auftritt, den wir gar nicht erwähnt haben. Der natürlich für mich persönlich der Höhepunkt des Films ist. Oh, was denn? Ja, wen meine ich wohl? Ich hätte ihn fast gar nicht erkannt, aber er ist doch zu sehen. Wen hast du denn gesehen? Moment, ich überlege gerade. Ganz Kurz oder großen lang? amerikanischen Schauspieler, einen ganz großen amerikanischen Schauspieler. In einer wichtigen Rolle, oder? Die Rolle kennen wir schon aus einem anderen Film. Ach Ich so, spreche von Kevin ach Costner. so. Aha, ja, natürlich ist es ein Spoiler, aber auch eine verwirrende Szene, so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Es war schön. Aber wir hatten uns auch. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe Kevin immer gerne. Ja, oh, schön. Also, ja, beide große Costner-Fans. Weil auch, wir haben ja gar nicht über Man of Steel gesprochen, so richtig. Das stimmt. Wie fandst du den? Ich glaube, er enttäuscht damals. Oh, echt? Oh. Oh ja. Ich höre immer Leute, die enttäuscht Kann waren. dir Ich aber nicht wusste mehr sagen, dir. was. Ja.
Ich habe ihn auch nur einmal gesehen damals. Ich würde mir den Film auch nochmal anschauen, weil ich ihm noch eine zweite Chance geben würde. Zumal es ja jetzt weitergeht. Vielleicht würde ich ihn jetzt besser finden. Das kann durchaus sein. Ja, ich glaube jetzt direkt nach dem Film, wenn du den guckst, auf jeden Fall. Ja, werde ich mal tun bei Gelegenheit. Also demnächst. Genau, dann kannst du uns davon erzählen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, da sind die Sachen, die da zwischen Vater und Sohn eben passieren, auch ein bisschen schräg manchmal, was Kevin Costner von sich gibt. Aber es ist schön, ihn zu sehen. So. Ja, das stimmt. Dir ist auch bewusst, dass im letzten Man of Steel, dass Clark Kent, also Superman, beide Robin Hoods als Vater hat. Beide Robin Hoods, ja, tatsächlich, ja. Jetzt ist es mir bewusst, ich hatte davor nicht so drüber nachgedacht, weil für mich Russell Crowe eigentlich nicht so Robin Hood ist, aber ja, du hast recht. Ich habe den leider auch nicht im Kino gesehen. Ne? Ich hatte irgendwie keinen Bock auf den. Und dann habe ich den auf Blu-ray geguckt und fand den gar nicht so doof. Also, er war überraschend nett. Ja, ich muss sagen, ich habe ihn im Kino gesehen und ich war überhaupt nicht begeistert. Ich war auch nicht negativ eingestellt danach. Also der Film lief so durch und es war in Ordnung, aber es war jetzt kein großartiges Ridley Scott-Meisterwerk. Ich habe aber nur die längere Version zu Hause geguckt. Und da ist ein kompletter Ich. Handlungsstrang, der fehlt. Also versuch den nochmal, wenn du Zeit hast, Bock hast, in der längeren Fassung zu gucken. Ja, würde ich gerne tun. Also bei Kingdom of Heaven war es ja ähnlich. Der Film Ja. wirkte im Kino ja auch schon irgendwie, als würde was fehlen und deswegen war auch im Kino nicht so rund. Aber die Langfassung ist ja um einiges besser. Ja, die ist ja Gerade auch weil fast, er. die ist ja auch fast doppelt so lang, deswegen, da kann man auch Wie viel viel länger ist rausholen. jetzt die Fassung? Ich glaube, 15 Minuten. Da ist eine Oh ja, komplette immerhin. Nebenstrang mit einer Kinderbande. War die in der Kinoversion drin? Das klingt jetzt total großartig. Ich glaube nicht. Nee, das sind so, ich habe es leider wieder vergessen, aber das war, ich habe es irgendwo gehört, dass das mit den Kindern und Marion komplett nicht im Kino war. Wo ich mich echt wundere manchmal beim Thema Schnitt, wie sauber man einen Handlungsstrang rausschneiden kann. Das ist ja bei Batman wie Superman ja auch der Fall, dass Jenna Malone ja eine wichtige Rolle hat, wo immer noch keiner weiß, was es ist. Und die wurde komplett Okay. rausgeschnitten. Es kommt ja im Juni schon die Blu-ray raus, oder DVD in dem Fall, mit 30 Minuten mehr Batman wie Superman. Dann wird der Film 3 Stunden lang. Das ist schon heftig. Ja, vielleicht wird er aufgewertet. Mal schauen. Hoffe ich mal. Ich meine, ich fand die, um wieder zum Hobbit zurückzukehren, fand ich bei alle, nein, den dritten habe ich leider noch nicht in der Langfassung gesehen, aber beide anderen sehen in der Langfassung viel, viel bessere Filme. Also ich nehme es an, weil das ja bei den Herr-der-Ringe-Filmen auch so war, aber ich muss zugeben, ich habe vom Hobbit die Langfassungen von dem zweiten und dritten Teil noch nicht gesehen. Aber die vom ersten. Ja. Okay, aber ich bin ja ein riesiger Fan vom zweiten, der ist sowieso der bessere von denen. Da muss ich mir die Langfassung noch anschauen. Will ich auch noch tun, aber bisher hatte ich noch keine, Okay. irgendwie noch keine Muße oder Gelegenheit Guck mal, dazu, jetzt hast du mal so viele einen Rückruf zu machen. Hausaufgaben. Ach ja, ich muss so viel gucken, verdammt. Comics lesen, Oh Graphic Novels ja. lesen. Ja, Comics lesen kannst du in der U-Bahn. Also nicht die, Genau. die an der Wand In kleben, den 3 Minuten. sondern die, die du mitnimmst. Okay, dann war es das für heute. Ja. Vielen Dank für deine informativen Informationen. War jetzt, ja, wir gerne natürlich. Und Weißt du ja. wir sprechen uns wieder bei The Force Awakens. The Force Awakens. Ja. Danke Mach's fürs gut. Zuhören und schönen Abend noch. Ciao. So, das war's mit der Sendung für heute. Vergesst nicht, unsere Facebook-Seite zu besuchen. Die heißt auch Filmmakers Cast. Oder auch der anderen Facebook-Seite, die heißt greekgeek.de, also Greek mit Doppel-E und Geek natürlich auch mit Doppel-E. Dort findet ihr weitere Gruppen, die wir zu Regisseuren haben. Sei es J.J. Abrams zu Force Awakens oder Zack Snyder zu Batman wie Superman. Auch weitere Regisseure wie James Cameron, Peter Jackson, Robert Zemeckis. Ihr findet schon eine Menge. Und schreibt uns was auf unseren Facebook-Seiten. Bis bald.